So Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle und heute ein ganz spannendes Thema. Ein ganz spannendes Thema, das sich so ein bisschen auf einen Facebook-Post bezieht, den ich letztens getätigt habe. Und zwar das Thema heute so Neid. Ich möchte einmal über das Thema Neid ganz kurz sprechen und ich möchte euch mein neues Baby vorstellen, Freunde. Schaltet nicht ab, bevor ihr einen Daumen runter gebt, hört mir bitte erstmal zu und versucht vielleicht zu verstehen, dass ihr den Daumen nach unten vielleicht nicht unbedingt geben müsst. Freunde, Neid. Viele haben gesehen, dass ich mir letztens ein neues Fahrzeug gekauft habe. Viele haben mich damit auch schon gesehen. Viele haben gesagt, Simon, das passt überhaupt nicht zu dir. Es ist ein rotes italienisches Fahrzeug, Freunde, in Düsseldorf. Wir haben das Meilenwerk und da werden richtig schöne Fahrzeuge ausgestellt. Und ich bin einfach schwach geworden, Freunde, und ich habe mir eine kleine Sache gekauft, die ich euch auch gleich zeigen werde. Vielleicht vorher mal zum Thema Neid, weil sehr viele haben unter den Facebook-Post dann direkt geschrieben, Simon, was soll das, du prollst jetzt rum, das ist Blödsinn, du sollst keine teuren materiellen Dinge kaufen. Freunde, Neid ist wirklich etwas, was ich komme nicht aus Deutschland, ich bin kein Deutscher und ich bin auch viel in anderen Ländern unterwegs, mir ist wirklich aufgefallen, dass das ein stark deutsches Phänomen ist. Ich habe sehr, sehr viele Freunde, die haben sehr dicke Autos, weil die einfach Autos lieben. Die haben wirklich ihr Leben lang darauf hingespart und freuen sich einfach, die wollen damit nicht angeben, die freuen sich einfach in ihrem Auto zu fahren, sind absolute Autoliebhaber. Und von denen wurden so viele Autos schon zerkratzt hier in Deutschland oder die werden zum Teil wirklich auf der Straße irgendwie feindlich angeschaut, weil Menschen einfach neidisch sind. Und ich würde euch bitten, seid nicht neidisch. Selbst ihr alle, alle von euch haben so viel hier in Deutschland auf die andere. Wir haben ja diese ganze Flüchtlingsthematik jetzt, wir haben diese ganze Flüchtlingsproblematik. Glaubt mir, die können auch auf euch neidisch sein, weil ihr einfach sehr, sehr, sehr viel mehr habt als andere auch. Und natürlich gibt es andere, die mehr haben als ihr. Seid nicht neidisch, schaut nicht immer auf das, was die anderen haben. Gönnt es den anderen mal. Wenn ihr zum Beispiel mal irgendwie in Italien seid und ich sage jetzt einfach mal, mit einem Ferrari vorbeifährt, da applaudieren die Leute sogar. Deswegen, das ist schon so eine deutsche Art von Mentalität, die viele Deutsche auch daran hindert, wirklich weiterzukommen, wirklich toleranter zu sein und ja, einfach mal ein bisschen lockerer und entspannter mit dem Thema umzugehen. Viele sagen auch, Simon, dein rotes italienisches Fahrzeug, was ich euch gleich zeige, das passt überhaupt nicht zu dir. Das bist überhaupt nicht du. Was machst du denn da? Was soll das? Freunde, ich habe diesen Post ganz absichtlich gemacht, um einfach mal so ein bisschen zu schauen und natürlich auch ein bisschen zu provozieren. Aber lasst euch auch nicht in irgendeine Schublade packen. Denkt nicht, weil ihr jetzt irgendwie, Fitness-YouTuber seid, müsst ihr das und das machen. Weil ihr gerne Hip-Hop hört, müsst ihr den und den Wagen fahren. Schaut einfach mal, dass es wirklich für euch passt, dass es Argumente gibt, warum ihr das Ganze macht. Es gibt ganz klare Argumente, warum ich mir dieses Fahrzeug gekauft habe. Und viele werden sagen, es passt nicht, aber für mich hat es einfach so viele Vorteile. Es macht riesen Spaß. Ich bin schnell unterwegs. Und wenn ihr es jetzt seht, werdet ihr wissen, was ich meine. Ich bin sehr schnell in der Stadt unterwegs. Ich bin sehr schnell beim Parken, Freunde. Jetzt werdet ihr euch auch schon wundern. Ich kann schneller parken, günstiger parken. Ich kann am Stau mal vorbeidüsen. Ich kann die Sonne genießen, Freunde. Und es gibt viele Vorteile für mich, warum ich mir dieses wunderschöne Fahrzeug gekauft habe. Und auch wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, jetzt das passt überhaupt nicht, das ist total, das passt nicht zu dem, was will der jetzt, ein Roller fahren, um Gottes Willen. Wie gesagt, im Meilenwerk gibt es auch einen Vespa-Händler und ich wollte einfach, wie gesagt, mit dem Motorrad stehe ich ständig im Stau, das Ding läuft heiß, ich kann es kaum nutzen, mit dem Auto komme ich nicht am Stau vorbei, ich brauche unglaublich viel Zeit zum Parkplatz suchen und. Mit einer Vespa bin ich unabhängig und es ist mir völlig wurscht, was andere dazu denken, was andere sagen. Es macht riesen Spaß, fährt auch 130, 140 auf Autobahn und Freunde,
Deswegen dieses kleine Video. Wir bleiben bei unserem Content. Das ist ganz wichtig. Das ist das, was ich sagen wollte. Wir werden nicht rumprollen und das sollt ihr auch nicht machen. Aber wenn ihr Spaß an irgendeinem Fahrzeug habt und selbst wenn es ein roter Ferrari ist, wenn es Argumente für euch gibt, den zu holen, holt euch den. Ansonsten fahre ich mit meiner Vespa. Wir bleiben bei Fitness. Wir hören auf zu prollen. Und ich fand es trotzdem ganz spannend, wie ihr darauf reagiert. Und Freunde, abonniert den Channel. Weiterhin Fitness, kein Proll. Und ich düse. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music so loud, I'm swinging, they hoping that they gon' catch me riding dirty, trying to 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 catch me riding dirty.